weg. Da ist der stinkende Chaco. Und kriege ich den? Das reicht nicht. Sonst hätte ich den Schuss schon angesetzt. Hat nicht gereicht. Oben wieder Krokodil. Könnte ich an sich wieder pflücken gehen. Aber muss ich aufpassen. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel bei den Gegnern. Den ihr Team endlich wieder vollständig. Ja, und in unserem Team ist die Ash weg. Hier steht ja. So, blub. Also ein rein und raus, ne? Ich schätze mal nach erfolgreichen. Also, wie kann man denn? Jetzt mal ehrlich. Wie kann man Ash spielen und nur 9 Minions killen bei Level 7? Wie schafft man das überhaupt? Gibt's doch nicht. Aufpassen, Olaf am Arm. Olaf hat mich schon langsam die Falle noch hingesetzt. Da wird nichts mehr nützen. Gangplank ist auch noch da. Ich noch versucht, ein bisschen hinzukriegen. Ne, keine Schnitte. Zack. Klares Ding. War ich auch ein bisschen zu weit vorne allein. Ja, aber was will man denn machen? Ne? Irgendwohin müssen wir ja jetzt. Jetzt sind ja alle Türme bei denen weg in erster Front. Tja, das ist ganz übel. Da läuft ein Krokodil. Also werden sie Master G besuchen. Der sieht das. Rennt dem Krokodil entgegen. Ist ein Fehler, glaube ich. Da, siste. Sag, Krokofant umhauen und sich verbissen. Oder zerhackt er auch noch den Gangplank? Ja, das macht er auch. Ja, aber nichts drin. Jetzt Olaf noch da ist? Ne, Olaf ist nicht da. Ah, unten geht ihm der Pantheon an Leder. Jawohl, Pantheon. Einwandfrei. Dich auch wieder geopfert. Jetzt zeigt mir hier die Statistik. Einzig positive Statistik habe ich und der Master G. Der Rest alle K mit 1 zu 7. Pantheon 1 zu 5. Aua, aua. Den hier Olaf hat schon 10 Mann gekillt. Und der Chaco 9. Ein Gegner ist 10 hat der Olaf gekillt, 11 hat der Olaf jetzt gekillt. Olaf ist gottgleich. Dann könnt ihr euch vorstellen, was der auch mittlerweile an Klamotten hat. Ist natürlich total übel jetzt, ne? Obwohl wir noch Level Vorsprung haben gegenüber hier, gegenüber dem Krokodil und dem Gangplank. Übernickten's Level 4, Gangplank Level 6. Aber unser Kale ist Level 7, oh jetzt Level 8 geworden, obwohl er die ganze Zeit im Spiel ist. Wie schafft man das? Auch nicht so fast, aber er hat immerhin 20 Minions bei Level 8. Ash bei Level 7 und 9. Aber unser Ash ist sowieso nicht anwesend, von daher, ne? Ja, das meinte ich zu Anfang. Game kurios, ne? Einloggen, ausloggen. Oh, hier oben könnt ihr gucken. Zack, warte mal. Da wird Kay wieder geschlachtet. Konntet ihr auf der Map sehen, wenn ihr Stunden zurück und seht ihr, dass der Chaco hier mit unseren Minions da rumläuft. Ja. Dass er gesehen wird, bleibt nix. Es bleibt knochenhart. Der Kay bleibt einfach stehen. Lässt sich schlachten. So. Master G will bestimmt wieder Krokodil schlachten, jawohl. Hat den Gangplank gefunden. Gucken wir mal. Den kriegt er nicht. Jetzt muss er aufpassen, dass er in die Falle rennt. Die sind außen, sehr gut. Den kriegt er bestimmt. Nee, Pantheon haben sie wieder zersägt. Ich bin der Krokodil am Behaken. Naja. Master G pflückt den Rest. Hauptsache weg. Ja, und ich schreie jetzt nicht, Killstealer. Finde ich auch total affig. Da ist Chaco. Chaco bei Master G, Chaco gegen Master G. Das sieht nicht gut aus. Ja. Kein Wunder. Chaco ist schon viel zu fett. Unser Kay lässt sich zusätzlich schlachten. Na. Jawohl. Weg im Dreck. Jetzt mittlerweile steht 15 zu 25, ne? 25 Kills um den Gegner. Ja, ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderschön? So liebe ich das. Ja, nächste hirnrissige Ansage. Master G befiehlt mir, vorsichtig zu sein. Ah, okay, na gut. Ich zerhack den Krokofant. Oh, da bin ich der Gearschte. Das hat er gemeint. Gut, ich war die ganze Zeit abgelenkt, hab nicht genau darauf geachtet, auf das Spiel geschehen. Hat wohl gemeint, man soll sich hier verpissen. Die sind da am Kommen.
Da doch nicht Hirnriss, ich nehme alles zurück, war eher sogar sehr clever. Entschuldigung. Ich hab's aber nicht geschnallt jetzt. Pantheon versucht sein Glück in der Mitte. Die kommt von oben runter. G guckt hier dann hier nach. Ende von Pantheon, würde ich sagen. Jawohl. Vollkommen klar. 15 zu 27. Ja, Halleluja. Ist das nicht ein wunderbares Game? Entschuldigung. Musst mir den Nas putzen. Ist aber nix. So. Das will ich schon wieder mal Gangplank. Oh, oh je, oben in der Ecke. Tatsächlich, der Kane hat mitgeholfen, den Turm umzuhacken. Gibt's ja nicht. Oh, da kommen sie da an den Rand. Kane ist auf jeden Fall des Todes, würde ich sagen. Jawohl. Sehr schön, wieder gefüttert. 15 zu 28. Master G rennt, weil das Zeug hält. Da kommt Gangplank. Ich komme ihn unten entgegen. Jetzt schauen wir mal. Axt war zu kurz, Olaf. Sehr gut, jetzt bin ich gespannt. Kriegen wir das geregelt hier? Olaf steht da. Kriegt schon mal einen zur Begrüßung daneben. Sehr schlecht. Axt daneben. Netz daneben. Mein Gott, alles daneben kann denn das sein? Na, da trauen sie sich aber nicht. Ich meine, die Gegner sind ja auch nicht doof. Sollten es in der Regel nicht sein. Haben auch mitgekriegt. Master G und ich der Einzige, die sich auch noch wehren. Vernünftig. Wird eine Falle sein. Siehste. Gut, dass mein Ding da stand. Zack. Olaf einen mit auf dem Weg. Da ist Renick. Renick opfert sich gerade. Nee, nicht ganz. Ja, Chuck hat nebenbei mal wieder die Kay gekillt. Da haben wir Renick weg. Sehr gut. Zack, hat nicht gereicht. Kein Mana mehr. Müssen wir entscheiden. Clyde benutzen. Clyde ist da. Ein Gegner ist legendär. Und schon wieder unten in Pantheon gepflückt. Das ist denn zu fassen. Also, warum kommen die denn nicht mit hier hoch? 16 zu 30. Herrlich. Jetzt wird es eng. Chaco sein Ding hat's vergessen. Kommt der Master G noch weg? Olaf muss weg. Olaf ist weg. Leider Master G auch verstorben. Daneben, verdammt. Kriege ich den noch, wenn ich das Netz rüber schicke in die andere Richtung? Jawohl. Ah, waren die Minions. Minions haben ausgereicht, um den mitzunehmen. Ich habe immerhin auch schon Blutrausch. Geht das Olala. Ich bin mittlerweile auch schon ganz gut gerüstet, hab den Phantomtänzer und den Blutdüster. Ja, gucken wir mal Master G. Hat auch schon die Klinge der Unendlichkeit. Berserkerschuhe, klar, okay. Geht auch mittlerweile. Aber mittlerweile hat er auch eine negative Distanz. Bilanz. Ne? So. Ein Gegner ist legendär. Gegner ist legendär, ja, der Kale. Was kann man da noch machen? Chaco dürfte ausgerüstet sein, bis der Arzt kommt. Ja, Phantomtänzer, Blutdüster. Beinschienen an für sich. Ne, viel mehr, der hat er gar nicht viel mehr wie ich. Kann ich mir verstehen. Bei 17 Kills? Was macht er denn mit den ganzen Kohle? Da kommt Chaco. Quatsch. Gangplank. Bin ich gespannt. Olaf kommt runter. Nee, doch nicht. Ich versuche mal wieder Pantheon zu schlachten. Oh, Pantheon ist immer vorsichtig. Unglaublich, ich kann es nicht fassen. Master G. Oder Pantheon rennt hin und her. Master G versucht oben nur ein bisschen Boden zu pflücken. Mehr nicht. Was war das denn, Pantheon? Wozu war das gut? Dafür heizt man den Ulti. Ja, da ist der Gericht noch. Ja, ja. Ich sehe das, ich bin nicht blind, aber was soll ich denn machen? Das Opfern jetzt bin ich gespannt. Tja, das war Olaf, ja, mal ein bisschen übertrieben.
Hat wohl nicht gesehen, dass ich unten von der Seite komme. Den brauchen wir nicht nachgehen. Chaco war oben bei Master G. Master G hat aufgepasst. Master G hat Gangplank. Master G verpisst sich aber. Hat wohl Angst. Hat zu spät realisiert, dass Olaf weg ist und Chaco oben ist. An für sich hätte er da nicht gegen viel Gegenwehr zu erwarten gehabt. Warum steht er denn da im Busch? Was soll denn das? Dachte, der kommt wieder zurück. Nee. Sind sie oben gemeinsam auf der Lane. Unten Rennington und Ash. Die anderen beiden oben. Könnte jetzt sein, dass sie hier durch den Gebüsch kommen. Hovich habe ich das mitgekriegt. Ach nee, die werden hier mit Sicherheit den K wieder pflücken. Das wird nicht reichen. Leider nicht, ist der. Habe ich mir gedacht. Oh, Fehler, Ash. Nee. Ging noch gut. Na, war doch klar. Seht ihr, die sind extra oben umgelaufen, haben uns hier in der Mitte nicht beachtet, um den Kay wieder zu pflücken. 19 zu 33 für das Gegnerteam. Ein Horror. Horror schlechthin. So, lasst mal Level gucken. Ja. Hier, Rennington und Gangplank sind mittlerweile ein bisschen rangekommen. Level 8, Level 10. Unser Kay, der die ganze Zeit anwesend war, ist auch nur Level 10. Weiterhin unser Ash nicht anwesend. Also, ich spiele mir jetzt 4 gegen 5. Also, ich spiele nicht nur 4 gegen 5, sondern auch noch... Getötet. Sehr gut, hast du dir einen mitgenommen. Ein Verbündeter wurde getötet. Sondern auch gegen ein Team, was schon gefüttert ist, bis zum Arzt, bis der Arzt kommt. Chaco hat den Pantheon mitgenommen, 20 zu 35. Jo. Was soll man da noch sagen? Hervorragend. Ganz furchtbar, die Spiele sind immer der Albtraum. Was kann man da noch machen? Da, der will sich wieder opfern. Macht er auch. Chaco ist schon... Ich kann nicht mehr, komm, lass mich nicht da verheizen. Daneben und kriegen wir noch... Jawohl, Chaco weg. Hat er nämlich auch ein bisschen geschätzt. Ja, du guckst hier noch, kannst du vergessen mit Level 9, Headshot machen. Ganze vergessen, kommt er nicht in den Kran. Ja, kriegt mal mit auf den Weg. Ne, er will zu gierig, nicht zu gierig werden. Falle setzen, Falle setzen, Falle setzen. Mensch, warum penne ich denn? So, setze ich die scheiß Falle nicht. Mann, Gehirn. Ein Gegner wurde getötet. Das war dämlich von mir. Ich hätte längst die Falle setzen müssen. Vielleicht hätte ihn dann festgehalten. Habe nicht aufgepasst. Oder ich weiß nicht, ob ich zu wenig Mana hatte dafür. Aber im Normalfall hätte ich gesagt, ich hätte die Falle setzen müssen. Oben Pantheon und Master G gehen ein bisschen hoch. Pantheon ist auch schon immerhin Level 15. Na, machen sie. Kay kommt auch noch dazu. Haben sie wenigstens einen Schlachtlamm. Master G geht nach oben. Überlässt die beiden den Schicksal, das heißt, ja, okay, guck mal, was der Kay macht. Er geht da gegen den Turm quasi. Er geht gegen den Turm da oben. Der Pantheon hat Glück sei Dank nur einen, Gott sei Dank nur einen mitgenommen. Ein Verbündeter wurde getötet. Unglaublich, unglaubliche 23 zu 39 für das Gegnerteam. Das ist doch nicht fassbar. Ne? Ihr wollt mich nicht in so einem Game live hören, als ich da am Fluch bin und am Schreien bin. Ich glaube, könnte ich meinen Mitspieler neben mir sehen. Ich glaube, hätte ich schon längst eine gewatscht. So viel Blödheit hat man das verdient. So. Sagen wir mal her. Wie sieht denn aus? Ich habe 10 zu 4. Alle anderen mega... Nein. Master G noch wenigstens 7 zu 7. Alle anderen für eine Leaf. Kale 1 zu 15. Ja. Also. Was soll man da sagen? Oh. Das sieht übel aus. Master G. Schlachten lassen. Ja, da kann man nichts dran machen. Ne? Wenn die jetzt so gefüttert sind, was wollen wir machen alleine? Total übel.
kaum eine Schnitte. Ich habe mir extra ein Schutzding geholt, damit ich ein bisschen länger durchhalte. Wie die Falle hingesetzt, Turm platt gemacht. Unten rennt der Chaco rum, der rannte bei uns im Turm rum. Versuche mich zu umkreisen. Leistet, ne. Seht ihr? Habe ich auch keine Schnitte mehr, wenn sie mich jetzt umzingeln, alleine sind. Hat einfach so sinnlos alleine. Und Crash to Man ist wieder Geschichte. Oh, da kann der aber nicht so sein. Naja, oder auch nicht. Na, Pantheon, was machst du, dass der Crash to Man nach der Kale tut? Ein Wunder. Pantheon, was machst du? Hau ab da. Ja, sehr gut. Hat er noch mitgenommen, aber jetzt wird er dann glauben. Kommt er weg? Nee, kommt nicht. Ja, klar, keine Schnitte. Keine Schnitte. 25 zu 43, ein Katastrophengame. Ja. Gelobt seien die Mitspieler mit Hirn. Ja, das ist einfach nur hervorragend mir anzuschauen. Und ich verstehe auch nicht, wieso die nicht schon längst gewonnen haben. Ja. Zack! Das macht die platt. Krokodil. Er rannt noch vorbei. Krokodil ist blind. Rennington. Sehr gut. Hat es mit seinem Speed geschafft. Da kommt er nicht mehr dran, der Chaco. Obwohl hier im Turm ist er auch nicht safe. Chaco kann da auch noch hingehen. Renn weiter, renn weiter. Bleib nicht stehen, renn weiter. Der ist da nicht safe. Chaco könnte eine knallen. Ah, er heilt sich ein bisschen.